Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop für den Dezember 2017 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Es stehen kosmische Großereignisse auf dem Programm und die meisten dieser Konstellationen bestrahlen die Stiersonne günstig. Wenn ihr in einer persönlichen Beratung erfahren möchtet, wie ihr die Konstellationen optimal für euch nutzt, bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal etwas ganz Besonderes zu gewinnen, ein Geschenk, nämlich eins meiner Sternzeichen-Kolliers. Ich trage hier den Steinbock, für euch wäre das dann natürlich eins aus dem Zeichen Stier. Und mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran! Die Liebessterne im Dezember fördern eure festen Beziehungen und sorgen für viele kuschelige Momente. Aber auch der Flirtfaktor ist hoch und eure Verehrer machen nicht davor Halt, falls ihr schon in einer festen Beziehung seid. Singles können ganz unbeschwert flirten, aber passt auf, dass euer Gegenüber nicht noch ein anderes Eisen im Feuer hat. Eure Freundschaften werden euch viel Freude machen. Jetzt schauen wir uns die Konstellation genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund. Ja, ihr habt ja jetzt die wilde Lilith im Trigon, also im harmonischen Aspekt zur Stiersonne und das bis zum 6. August 2018. Lilith im Steinbock hier im 9. Sonnenhaus kann euch zu neuen Horizonten führen. Wenn ihr euch für die Kräfte der wilden Göttin interessiert, dann möchte ich euch mein Special dazu ans Herz legen. Es heißt, gehe deinen eigenen Weg. Im Dezember spüren diesen Transit besonders die Geburtstagskinder vom 22. bis 27. April. Dann habt ihr ja den schönen Aspekt mit Jupiter hier im Partnerhaus in einer Opposition zur Stiersonne. Und das ist eine Zeit erfüllender Begegnungen, sei es in der Liebe oder sei es in eurem Business. Ihr trefft jetzt einfach die richtigen Leute, mit denen ihr gute Allianzen eingehen könnt und die euch fördern oder die ihr fördert. Wer auf der Suche nach einem tollen Partner ist, kann jetzt einen finden. Vom Aspekt her ist es allerdings auch eine Spannung zu eurer Sonne. Das heißt, ihr müsst aufpassen, dass es nicht ein zu viel des Guten wird und ihr euch übernehmt. Im Hinblick auf die Partnersuche müsst ihr diesen Monat beachten, dass es eine Tendenz zu Mehrfachbeziehungen gibt und dass vielleicht jemand Interesse an euch zeigt, aber darüber hinaus noch andere Eisen im Feuer hat. Lasst euch also Zeit und geht die Sache ganz entspannt an. Ab Ende des Monats stehen die Chancen gut, dass sich jemand für euch entscheidet. Den Aspekt exakt auf der Sonne haben in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 2. bis 9. Mai. Dann haben wir ja noch das Sextil zu Neptun. Der steht hier für euch im Haus der Freundschaften in Harmonie zur Stiersonne. Begünstigt ein liebevolles Miteinander. Führt sicherlich auch dazu, dass ihr sehr hilfsbereit seid, sehr empathisch für die Bedürfnisse eurer Freunde oder auch eurer anderen Mitwesen, die euch wichtig sind und ein sehr offenes Herz dafür habt. Müsst ihr manchmal vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass man euch nicht ausnutzt. Es ist auch sehr gut für Stiergeborene, die sich gerne wohltätig engagieren, gerne Charity machen. Und da gibt es sicherlich jetzt zu Weihnachten und bei diversen Weihnachtsfeiern viele Gelegenheiten. Und was halt wirklich sehr schön ist, ist, dass der Neptun hier eben auch diesen Monat mit diesem harmonischen Aspekt zu Jupiter startet, der bei euch im Partnerhaus steht. Und diesen Aspekt genießen in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder vom 2. bis 4. Mai. Dann ist weiterhin langfristig sehr wichtig für euch, dass Pluto hier im Steinbock auch in einem Harmonieaspekt zur Widdersonne, Stiersonne steht und anzeigt, dass ihr Verbindungen eingehen könnt mit Leuten, die sehr wichtig für euch werden und wo diese Begegnungen auch wirklich euer Leben verändern können, sehr großen Einfluss haben auf euch, vielleicht auch auf eure Planungen. Das wird jetzt eben noch im Hinblick auf den Transit von Saturn auch noch sehr wichtig. Deswegen solltet ihr schon sehr wählerisch sein, mit wem ihr euch zusammentut, vor allen Dingen, wenn es um größere Projekte geht. Denn daraus kann eben wirklich was entstehen, was eine große Veränderung mit sich bringt. Und Stiere mögen ja eigentlich keine Veränderungen, aber wenn sie denn doch aufbauend und positiv ist, dann sind sie halt doch dafür, ne? Und das ist dann halt ganz wichtig, dass ihr solche Verbindungen mit den richtigen Leuten eingeht. Und das Trigon zu Pluto empfangen in diesem Monat die Geborenen vom 8. bis 11. Mai.
Genau, ja, und dann kommt eben eine große Neuigkeit, super, super wichtig für euch. Ab dem 20. Dezember wird Saturn auch ins Trigon zur Stiersonne gehen, auch in den Steinbock gehen, wo der Pluto ja schon steht. Und damit beginnt für euch eine dreijährige Phase, in der ihr wichtige Entscheidungen für eure Zukunft trefft und auch beginnt, an dieser Zukunft zu bauen. Vielleicht unterzieht ihr auch euer Weltbild und eure Philosophie einem Realitätscheck und schaut, was davon ist euch in Zukunft überhaupt noch nützlich? Wenn ihr in der Bildung tätig seid, baut ihr euch vielleicht eine neue Struktur oder schreibt sogar ein Buch, was eine Basis für eure zukünftigen Kurse sein wird. Saturn wird mit diesem Durchgang einen schönen, substanzbildenden Aspekt zur Stiersonne bilden. Und das heißt, was ihr jetzt beginnt, ist langfristig nachhaltig tragfähig und ihr werdet damit viel Anerkennung ernten. Alles über diesen super wichtigen Transit und auch noch mehr zur Deutung in eurem Sternzeichen erfahrt ihr in meinem neuesten Video-Special zum Saturn im Steinbock. Es heißt, die Kunst zu manifestieren. Und darin werdet ihr bestimmt sehr gut sein. Das Trigon von Saturn auf die Sonne spüren im Dezember als erstes die Geburtstagskinder vom 21. bis 23. April. Und damit kommen wir zu den aktuellen Konstellationen des Monats, die ja auch sehr stark das Liebesleben beeinflussen. Die Sonne steht im Schützen in der zweiten Dekade, Merkur steht im Schützen in der dritten Dekade und die Venus ist soeben in die erste Dekade des Schützezeichens gegangen und das Ganze bei euch im achten Sonnenhaus. Das heißt, die kosmischen Kräfte lenken jetzt ganz viel Energie in eure festen und verbindlichen Beziehungen und das ist ganz wichtig für alle Stiere, die verheiratet sind. Aber wenn ihr Solo seid, kann das zum Beispiel bedeuten, dass Verträge und Vereinbarungen mit Geschäftspartnern jetzt besondere Aufmerksamkeit bekommen. Was dann wiederum nicht ganz einfach ist, weil ja der Merkur am 3. rückläufig wird und dann den Dezember über eben wiederum Verträge erschwert. Das heißt, es ist dann eher eine Zeit, wo man Verträge vielleicht nochmal prüft, ne, bevor man dann endgültig unterschreibt. Mars beginnt den Monat in der dritten Dekade im Waagezeichen. Das ist bei euch im sechsten Sonnenhaus. Das bedeutet, ihr habt wahrscheinlich im Job noch eine Menge zu tun und vielleicht auch die eine oder andere Auseinandersetzung mit einem Kollegen. Für euch steht die Liebeskonstellation hier von Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun hier zwischen eurem Partnerhaus und eurem Freundschaftshaus, also super günstig. Sei es, dass ihr besonders schöne Momente mit euren guten Freunden erlebt und euch gegenseitig ganz toll unterstützt, oder sei es, dass ihr gemeinsam mit eurem Partner schöne Zeiten im Kreise eurer Freunde erlebt. Das ist jedenfalls ein sehr angenehmer Aspekt für euch. Am Sonntag, den 3. Dezember um 16.46 Uhr, ist dann der Vollmond und gleichzeitig wird der Merkur rückläufig. In dieser Zeit erreichen die Aspekte von Romantik, aber auch von Liebesverwirrung ihren Höhepunkt. Und noch bis zum 12. Dezember herrscht die Stimmung von Romantik und Heimlichkeit weiter vor, denn noch bis zur Monatsmitte werden die Planeten hier im Schützezeichen in einen problematischen Aspekt zu Neptun gehen. Und das kann Heimlichkeiten anzeigen. Betroffen ist auch die Venus, die ja in eurem Zeichen herrscht, ne, und deswegen sehr wichtig für euch ist. Es könnte euch also tatsächlich passieren, dass ihr euch trotz eurer Beziehung in jemand Drittes verliebt oder vielleicht auch in jemand aus eurem Freundeskreis, weil da so eine starke Romantikenergie wirkt. Also, bevor es gefährlich wird, wartet erstmal ab, denn zum Ende des Monats werdet ihr wieder klarer sehen. Natürlich gilt das auch für Verträge und Vereinbarungen. Vom 3. bis 23. Dezember ist der Merkur ja rückläufig bei euch im 8. Haus der Verträge. Deswegen ist es sowieso besser, ihr wartet mit wichtigen Vereinbarungen und Unterschriften bis nach Weihnachten. Am 9. Dezember geht dann der Mars in den Skorpion in euer Partnerhaus und das ist natürlich sehr spannend. Wenn ihr Solo seid, tauchen jetzt vielleicht Verehrer auf, die euch umschleichen und umschwärmen, aber nicht so recht sagen, was sie wollen. Wenn derjenige euch gefällt, wunderbar, dann könnt ihr ihm ja eine Brücke bauen. Wenn nicht, solltet ihr liebevoll, aber bestimmt sagen, dass da nichts läuft. Wenn ihr in einer Beziehung seid, kann Mars im Partnerhaus auch Konflikte und Auseinandersetzungen anzeigen. Und im Skorpion wird dann vielleicht nicht so offen drüber geredet, sondern mehr unterschwellige Signale ausgesendet. Ich bin ja immer der Meinung, dass man Mars-Konflikte in der Partnerschaft am besten bereinigt, indem man heißen Sex hat und auf diese Weise die Spannung abbaut. Besonders mit Mars im Skorpion ist die Sexualität sehr sinnlich und prickelnd. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Schwierig wird es nur, wenn vielleicht der Anlass
aus einer Eifersucht herrührt. Ja, also wenn der Konflikt wegen der Eifersucht besteht. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, es herrscht die Gefahr, dass ihr vielleicht jemand Drittem schöne Augen macht oder auch umworben werdet, obwohl ihr in einer Beziehung seid. Und da reagiert der Master im Skorpion natürlich sehr empfindlich. Das heißt, selbst wenn ihr heißen Sex habt, würde das dann nicht unbedingt zur Versöhnung führen, sondern das Problem wird dann zur Wiedervorlage gebracht, bis es geklärt ist. Eine ganz tolle Phase zur Klärung von Problemen bringt uns allen der Neumond in den Tagen vom 17. und 18. Dezember. Er wird exakt am 18. Dezember morgens um 7:30 Uhr und findet statt in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum. Das bedeutet, wenn wir uns darauf konzentrieren, haben wir Zugang zur kosmischen Weisheit. Solltet ihr euch also in einem Liebesreigen verwickelt haben, könnt ihr jetzt um Weisheit und Klärung bitten, wie ihr damit in Zukunft umgehen wollt. Und das solltet ihr auch, denn dieser Neumond wird direkt gefolgt von dem Eintritt von Saturn ins Zeichen Steinbock am 20. Dezember und von der Wintersonnenwende am 21. Dezember, wenn dann auch die Sonne ins Zeichen Steinbock geht. Und das ist eine Zeit, wo ihr in eine glorreiche Zukunft starten könnt, in der ihr etwas Großes Neues aufbaut, idealerweise gemeinsam mit eurem Lebenspartner. Da wäre es jetzt ungünstig, irgendeine Liebelei mit hineinzutragen, jedenfalls dann, wenn sie nicht wichtig war. Wenn natürlich eine Liebesverwirrung euch anzeigt, dass in eurer Partnerschaft etwas im Argen liegt, muss das jetzt auch geklärt werden. Wie gesagt, Jupiter im Partnerhaus verheißt natürlich viel Glück und viele Gelegenheiten für euch, aber er kann auch Übertreibungen anzeigen, sodass ihr sorglos eure Ausstrahlung versprüht und nicht bemerkt, dass vielleicht das eine oder andere Herz dabei verletzt wird. Höchstwahrscheinlich werdet ihr aber mühelos auf den Boden der Realität zurückfinden und das zu schätzen wissen, was ihr habt. Oder auch, falls ihr etwas Gutes Neues beginnt, dieses nicht aufs Spiel setzen. Am 23. Dezember wird dann auch der Merkur wieder direktläufig und hilft euch dabei, klarer zu sehen. Die Weihnachtstage versprechen ein harmonisches Miteinander, denn der Mond im Zeichen Fische steht super günstig für euch hier für Partnerschaft und auch zur Stiersonne. Das ist auch sehr gut, wenn ihr den spirituellen Gehalt des Weihnachtsfestes genießen wollt. Ich denke, dass der 24. und der 25. Dezember für euch zwei richtige Top-Tage werden, die ihr im Kreise eurer Lieben oder Freunde genießen werdet. Am 25. Dezember tritt die Venus ein in den Steinbock und verbindet sich dort mit Saturn und das alles in einem Harmonieaspekt zur Stiersonne. Das wäre dann eine sehr gute Gelegenheit, um eurem Herzensmenschen zu zeigen, dass ihr euch für ihn entschieden habt. Die Geborenen der zweiten Dekade müssen ab dem 26. ein bisschen aufpassen, denn dann geht Mars in Konfrontation zu ihrer Sonne und fördert eben auch Diskussionen und Auseinandersetzungen in Partnerschaften. Dabei läuft er aber auf die Verbindung mit Jupiter zu. Das kann ein Happy End anzeigen, aber auch die Gefahr mit sich bringen, dass man in Auseinandersetzungen rechthaberisch und herablassend gegenüber anderen ist. Aber davon abgesehen habt ihr für den Rest des Monats die Venus und die Sonne in Harmonie zur Stiersonne, sodass ihr reichlich Gelegenheit habt, die Feiertage zu genießen. Sei es, dass eure Lieben zu euch kommen, um mit euch zu feiern, sei es, dass ihr eine schöne Weihnachtsreise unternehmt. Euch stehen alle Möglichkeiten offen. Einen interessanten Aspekt gibt es dann noch um den 26. Dezember herum. Dann treffen sich nämlich die beiden Göttinnen Venus und Lilith im Zeichen Steinbock. Lilith kann so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie sein, aber jetzt kann es euch gelingen, auch schwierigere Familienmitglieder oder Frauenfiguren gut zu integrieren. Ihr könnt mir ja mal berichten, wie das für euch gelaufen ist. Und ein besonders schöner Top-Tag mit superharmonischen Konstellationen für euch ist dann der 28. Dezember. Und auch Silvester ist ein Top-Tag für euch, besonders für Solostiere, die zum Jahresausklang nochmal beste Flirtchancen haben. Das waren eure Sterne im Dezember. Am 15. Dezember geht dann auch das Jahreshoroskop online. Wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau 2018 bei mir gönnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Entweder auf meinem Kundentelefon oder direkt über meine Homepage. Die Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild.
Natürlich gibt es auch für euch wieder die Möglichkeit, mir in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu eurem Horoskop zu stellen. Der nächste Webinartermin ist am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr und der erste Termin im neuen Jahr ist dann am Freitag, den 19. Januar, auch wieder um 17 Uhr. Anlässlich des Saturn-Transits durch den Steinbock möchte ich euch auch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Darin werde ich euch Tipps geben, wie ihr mit den Herausforderungen Saturns umgehen könnt und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Der Workshop findet statt am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr. Alle Videos zum Dezember und auch das Saturn-Special gibt es zum Nachhören auch als Podcast. Und zwar unter dem Titel Das große Liebeshoroskop von Antonia Langsdorff. Ihr findet den Podcast über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder bei iTunes. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bei meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen. Also natürlich das Sternzeichen, was zur Gewinnerin oder dem Gewinner passt. Und wie immer wünsche ich mir dafür von euch einen schönen, konstruktiven Kommentar mit Anregungen und Feedback. Ich finde, ihr macht das immer ganz toll und ich freue mich riesig zu lesen, wie es euch mit meinen Horoskopen so ergeht. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Und dazu müsst ihr einfach hier in den Kreis klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch bitte unbedingt mein neues Video-Special über Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Und natürlich auch meine anderen Special-Videos, sofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.